den virtuellen Teams, dass ich die ich zusammen mit Johannes Hercher als Studierender hier im Fachbereich 5 in Potsdam, Informationswissenschaften, Master nebenbei. Aber er wird so nach was zu sich selbst sagen, sicherlich. Okay, ja, wie kam der Anstoß zu dem Thema? Ist natürlich jetzt in der Corona-Zeit. Einer hat ein bisschen Mikrofon an und räumt das Geschirr gerade ab. Vielleicht kurz das Mikrofon da muten. Also Anstoß ist natürlich die aktuelle Zeit mit der Pandemie, wo wir auch Online-Unterricht nur machen können, aber auch in Firmen, wo man sich nicht face-to-face kennenlernen kann, weil man vielleicht nicht reisen kann von einem Land in den anderen oder von einer Region in die andere und das alles virtuell abläuft. Und wir wissen sozusagen aus der Gründung von Communities of Practice beispielsweise, dass man sich treffen sollte, um Vertrauen aufzubauen. Und wir wollten sozusagen hier mal hören, in der GFWM, in der Community, in den Teilnehmern, was sie meinen, wie kann man sozusagen in so virtuellen Teams das Vertrauen schaffen. Ja, und den Überblick, den macht der Johannes gleich, gerade jetzt. Hallo, das Mikro. Richtig. Ja. Ja, wollte ich noch kurz sagen, Best Practice, Mikrofon aus, wenn Sie nicht sprechen. Und Mikrofon an natürlich, wenn Sie sprechen wollen. Ich darf einen kurzen Überblick geben. Wir machen eine Einführung zum Thema, 5 Minuten. Und dann wollen wir aber tatsächlich richtig reingehen. Denn ja, Sie sind die Experten oder ihr seid die Experten. Und wir wollen tatsächlich heute ein paar Fragen zu diesem Thema virtuelles Arbeiten, Vertrauen sammeln und uns gegenseitig auch diese Fragen beantworten. Das ist der größte Teil unserer heutigen Veranstaltung. Und wir wollen uns dann um 14.40 Uhr wieder hier in Teams treffen. Zwischendurch können wir natürlich reden. Ich werde auch durch dieses Concept Board dann durchführen, meinen Bildschirm teilen. Wenn es Fragen gibt, sind wir immer da. Genau. Und jetzt kommt die nächste Folie. Da sagt Peter noch mal was. Das Mikrofon ist, glaube ich, noch aus. Ja, genau, das muss man auch noch erst lernen, ne, mit dem Mikrofon an und aus. Ja, der Bezug zum Wissensmanagement ist sicherlich den Eingefleischten bekannt. Diese Folie basiert auf der Arbeit von Praktikern in der Deutschen Gesellschaft für Führung und Personal, die sich mal zusammengesetzt haben und versucht haben, sozusagen das zu operationalisieren. Und ganz links, ein bisschen im Layout jetzt verrutscht, ist das Vertrauen ein großer Block, das halt ein wichtiges Element in der Wissenskultur und dann halt auch Richtung Informationsaustausch ist. Wissensaustausch, bestimmte andere Elemente sind auch noch da, Teil der Unternehmenskultur. Und wenn wir dann auf die nächste Folie weitergehen, wenn man mal in die Psychologie reinschaut, nächste Folie, next slide, ja, danke schon. Was man beim Begriffsverständnis dort beispielsweise aus psychologischer Sicht ist, dass es das Vertrauen ist eine Erwartung, ist zukunftsbezogen, so eine Erwartung auf die Zukunft und beruht auf Erfahrungen in der Vergangenheit. Das heißt, sie hilft uns, gewisse Komplexität in Handlungssituationen zu reduzieren. Gleichzeitig ist aber verbunden mit einer gewissen Wahrheit. Wir wissen nicht alles, wir können auch nicht alles wissen. Und deshalb ist da auch so eine gewisse risikoreiche Wahl mit unseren Handlungen verbunden. Die mögliche negative Konsequenz oder die mögliche Konsequenz ist, dass negative Auswirkungen wir persönlich tragen müssen. Dann, indem wir halt Nachteile am Arbeitsplatz verlieren, etc. Ja, und das ist so kurz der theoretische Einfall. Und jetzt hat Johannes ganz sozusagen
ein bisschen persönliche Sicht. Also in Vorbereitung habe ich mich gefragt, ja, wie kann denn eigentlich Vertrauen aufgebaut werden? Habe ein bisschen recherchiert und eine Sache ist tatsächlich so ein Praxistipp, persönliche Details miteinander teilen oder Geheimnisse auch. Und ein Detail zu mir ist, ich bin unheimlicher Fan von Mafia-Filmen, wie zum Beispiel hier von dem The Irishman, sehr aktuell von Martin Scorsese. Und in der Mafia ist ja Vertrauen lebensnotwendig. Und gerade in diesem Film, da gewinnt der Protagonist Frank Sheerman das Vertrauen der Mafia und steigt vom Lastwagenfahrer in den oberen Kreis der Mafiosis auf. Damit verbunden, oder gehen wir nochmal zurück, das ist nicht Frank, sondern das ist sein bester Freund, Jimmy. Und der möchte nach einem Gefängnisaufenthalt seinen alten Posten wieder zurück als Gewerkschaftspräsident. Das finden die Mafiosi-Bosse nicht wirklich gut und verwickeln Frank in so eine Art Beziehungskonflikt. Die befördern ihn sozusagen. Und er soll dafür aber seinen Freund Jimmy ausreden, wieder zu kandidieren. Und das ist hier, fand ich sehr interessant, wie Vertrauen auch mit Hilfe von so bestimmten Gesten markiert wird, wo auch so ein Innen- und Außenverhältnis entsteht und wie Vertrauen sozusagen auch nach außen kommuniziert ist für die, die also die entsprechenden Symbole kennen. Na gut, dann geht es in dem Film weiter. Ja, der Frank, das ist hier Frank im Bild gerade, der versucht dann so mit allen möglichen wortgewandten Gesten, wie das in Mafia-Filmen eben so ist, seinem Freund zu erzählen, ja, du solltest vielleicht besser nicht kandidieren. Er wird nicht sehr explizit, aber sein Freund, der schon, ja, Jimmy, der sagt, nö, also ich weiß Dinge, von denen wissen die noch nicht mal, dass ich das weiß und ich sitze da am längeren Hebel. Und der möchte natürlich dieser, oder er zeigt damit, dass er der Konfrontation nicht aus dem Weg geht. Man beachte hier die Gestik und Mimik, kommt im Film ganz gut rüber, in einem Vier-Augen-Gespräch natürlich noch viel, viel besser. Und manche Aussagen wie diese hier, I know that, you know that, they don't know that, meint eigentlich, ja, wir beide wissen, dass du nicht einverstanden bist, den Posten aufzugeben, aber weil du mir vertraust, also oder wir uns gegenseitig vertrauen, wir haben ein bilaterales Vertrauen, solltest du mir vertrauen, dass die Mafia-Bosse das lieber nicht wissen sollten. Soweit jetzt mal der Einstieg in das Thema, was wir hier sehen. In so Vier-Augen-Gesprächen ist es natürlich viel, viel einfacher möglich, auch die unbewussten Sinneskanäle mitzunutzen. Also das sieht man hier ganz deutlich an dieser Unterscheidung bei einer E-Mail. Spielt ganz wenig unterbewusste Kommunikation mit rein, bei einem Face-to-Face-Meeting schon eher. Ja, jetzt ist die Frage, wie kann man denn dieses Vertrauen untereinander schaffen? Und da hatte Charles Tandy eine Antwort, eine ganz einfache Antwort gegeben, hat gesagt, ja, Vertrauen, das ist die Antwort. Und der ist ja jetzt Wirtschafts- und Sozialphilosoph und wurde viel zitiert. Dieses Jahr ist er wohl 88 Jahre geworden. Ja, und er sagt halt, Vertrauen, das hat viele Vorteile. Wir haben ein paar Beispiele. Es wirkt komplexitätsreduzierend und damit leistungsfördernd. Es ist eine Voraussetzung für virtuelle Gemeinschaften. Wird auch gesehen als die Voraussetzung für Interaktion überhaupt. Und was hier jetzt leider nicht so gut zu sehen ist, ist, dass Interaktion proportional zum Vertrauen ist. Also je mehr Vertrauen die TeilnehmerInnen in so einem Netzwerk zueinander haben, desto mehr interagieren sie auch und teilen Informationen und schaffen damit Wissen auch. So, jetzt sind wir hier, Punktlandung auf dem Teil, wo wir alle zusammenarbeiten möchten. Und dazu haben wir das Concept Board vorbereitet.
Geben nochmal 5 Minuten, bevor es losgeht, zur Orientierung und für den Überblick. Wenn ihr noch nicht den Link gefunden habt, dann schaut nochmal auf das Sessionboard bei 9.2. Da sollten jetzt alle rüber wechseln. Ich werde auch gleich meinen Bildschirm teilen. Auf das oder selber wechseln auf das Concept Board. Und wir gehen in diesem Prozess jetzt einmal im Uhrzeigersinn die Stationen durch. Wir wollen uns da gegenseitig inspirieren, unsere Fragen beantworten. Und falls es jetzt noch Fragen gibt, dann würde ich, würde ich jetzt gerne mal das Plenum öffnen. Und ansonsten gleich mal rüber wechseln. Da gibt es erste Kommentare, Fragen von eurer Seite. Wichtig zu wissen ist, wie geht man mit dem Concept Board am besten um? Und da habe ich auch am Anfang ein bisschen gestutzt. Ich muss tatsächlich erstmal auf den Mauszeiger gehen, weil mit der Hand geht nur die Bewegung von links nach rechts. Ich zoome auch immer ganz gern mit dem gewählter Shift- oder Control-Taste. Und wenn ein Zettel bearbeitet werden möchte, dann braucht er halt einen Doppelklick. Das geht jetzt beispielsweise nicht. Kurze Frage. Ja, gern. Irgendjemand hat hier sein Mikrofon offen und ich höre andauernd irgendeine Stimme noch zwischendurch. Dadurch verstehe ich dich leider etwas schlechter. Ja. Genau, also gerne die Mikrofone zumachen, außer wenn wir was sagen wollen. Genau. Ich wollte kurz nochmal fortfahren. Manche Inhalte hier sind blockiert, aber die Zettel, die sollten funktionieren. Also da könnt ihr draufklicken mit dem Mauszeiger und dann Doppelklick Text eingeben. So, Stationen sind an sich alle markiert. Die Anweisung findet ihr auf den grünen Texten, einmal grün hinterlegt. Und ich sehe hier schon ganz viele Leute sich tummeln. Das ist ja hervorragend. Es entstehen auch schon die ersten Teilnehmervorstellungszettel. Sehr schön. Hallo Rainer. Und Violetta, schön. Genau. Wir haben die Session so strukturiert, dass wir hoffentlich durchkommen mit der Zeit. Vielleicht sagst du kurz, wie viele Schritte geplant sind. Es sind insgesamt 3 große Checkpoints. Zoom nochmal raus. Das ist hier die Vorstellungsrunde. Dann wollen wir uns Fragen zum Thema Vertrauen in virtuellen Teams ausdenken. Wer da gerade keine Idee hat, kann gerne hier auch bei den Backup-Fragen reinschauen. Danach werden diese Fragen kopiert, wichtig kopieren, nicht runterziehen. Einfach damit wir die Fragen nochmal auf einen Blick sehen. Und die Fragen sollen dann in diesen grünen Kreisen in der Mitte landen. Und dann laden wir euch ein, dass ihr links und rechts schaut und 2 Inseln besucht und da auch jeweils einen Zettel hinterlasst. Rot und grün wären obligatorisch. Blau ist sozusagen eine Joker-Karte, kann belegt werden, muss nicht. Aber manchmal ist es vielleicht passender, ja, dann eher eine blaue Karte zu hinterlassen. Genau. Und danach geht es schon ins Feedback und wir können uns nochmal austauschen über den gesamten Prozess. Und ich wünsche ganz viel Spaß dabei. Wenn es jetzt noch Fragen gibt, dann haben wir, glaube ich, noch eine Minute. Okay, jeder hat eine grüne Insel zum Besiedeln sozusagen unter Punkt. Unter Schritt 2 sollte jeder eine grüne Insel besiedeln mit seinen Überlegungen, Ideen, Beiträgen. Genau. Da war wichtig eine Frage. Ist, dass immer nur eine Frage auf einer grünen Insel entsteht.
Gut. Eine Frage, es gibt einen Punkt 1, einen Punkt 1, Punkt 2, gibt es einen Punkt 1, Punkt 1? Nee. Okay, gibt das es nicht. Hören. Ja, gute Frage. Okay, Entschuldigung, ja. Frank, das war Teil der Challenge. Okay, Johannes, vielleicht machst du die erste Karte groß in einem Screen, obwohl die alle das auch sehen, denke ich mal, auf ihren jeweiligen Browsern. Ja, wobei, also wer sich woanders befindet gerade, sieht es vielleicht nicht. Ja. Insofern. Spannend, wie viele verschiedene Menschen wir haben. Oh, ich mag auch Grüntee. Es gibt einen Bezug zur Session von Rainer Bartel, was auch Vertrauen ein Aspekt seiner Session. Er hat den Link auch freundlicherweise reinkopiert. Ja. Motivation im Teilen von Wissen und Hürden überwinden, das klassische Thema. Okay, und jemand von Bosch, der Jürgen, arbeitet viel mit virtuellen Expertenteams. Da ist natürlich dann gleich die Frage, wie wird dort das Vertrauen in den virtuellen Expertenteams hergestellt? Ich sehe, wir haben eine Expertin, Angelika Mittelmann. Die hat ja gerade ein Buch herausgebracht zu digitalen Wissensmanagement-Tools. Mhm. Spannend, dass sie hier praktisch teilnimmt. Herzlich willkommen. Danke, ich musste erst mein Mikro einschalten. Danke für das liebe Willkommen. Und ich zeige mich auch einmal kurz. Das bin ich. Ja, hallo. 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 Gut, ich schaue jetzt aber wieder aus, damit ich also die Leitung nicht überzu belaste. Okay. Unterscheidet sich Vertrauen in realen und virtuellen Teams, verteilten Teams? Können wir das übertragen einfach, ja? Ich schaffe es, nur in der realen Welt Vertrauen zu entwickeln und anderen zu vertrauen. Eine Hypothese, da jemand eingestellt. Wie kann ich Vertrauen in meinem virtuellen Team stärken? Auch interessant, wie schaffen wir mehr Vertrauen bei Frühführungskräften im Homeoffice? Es ist manchmal echt schade, dass so viele Kameras auch in so virtuellen Team-Meetings ausbleiben müssen. Entweder wegen der Bandbreite oder weil sich die Leute nicht trauen. Ist auch eine spannende Frage. Sollen die Fragen begrenzt sein? Sind die grünen Inseln denn schon alle belegt? Weil wenn das so ist, dann kann ich da auch noch mal ein paar Kopien anlegen. Okay, hier kann jemand nicht ins Concept Board rein. Also bei
Elena funktioniert es im Chrome gut. Ich nutze Firefox und das funktioniert auch. Wir haben noch ungefähr 4 Minuten, um Fragen zu erarbeiten, können aber auch schon beginnen, die grünen Inseln zu besetzen. Dabei wichtig, immer nur eine Frage pro Insel. Und da wir so viele Fragen haben, lege ich hier parallel mal noch ein paar grüne Inseln an. Wenn irgendwo die Notizzettel ausgehen, gerne Bescheid sagen, dann helfe ich. Mit N Copy and Paste. Ich nehme neue. Oder selektiert eine Karte und Steuerung D. Also Steuerung D erzeugt ein neues Duplikat. Soll ich mal ausprobieren? Tatsächlich. Ah, und zwar an genau der gleichen Stelle. Das ist nee, die Duplikate werden im Zentrum des Bildschirms erzeugt. Oh. Ich erzeuge noch ein paar Namenskarten. Oh, danke. Ich bin wirklich gespannt, wann wir hier auf Performance-Probleme stoßen. Ich kann hier im Moment leider die Notizen auch gar nicht bewegen. Also ich muss leider sagen, dass ich überhaupt nicht in das Concept Board komme. Ich sehe das zwar als Grafik auf dem Bildschirm, aber bedienen kann ich gar nichts. Über den Link, wo im Chat ist, einfach mal draufklicken nochmal. Ja, das habe ich ja. Ich probiere das gleich nochmal. Teilst du einmal deinen Bildschirm, dann helfe ich dir, Tom. Als Gast beitreten? Ja, bin ich hier als Gast beigetreten, der Erste. Okay. Wenn du deinen Bildschirm in Teams teilst, kann ich dich unterstützen. Wie mache ich mir das? Oben rechts gibt es ein Rechteck mit einem Pfeil rein. Da klickst du einmal drauf. Habe ich gemacht. Dann erscheint unten normalerweise ein Fenster, dass du das erste, zweite, dritte Fenster teilst. So. Bildschirm teilen habe ich gemacht. Kann ich im Moment noch nicht in Teams sehen. Tja, machen wir da. Johannes, kannst du dein Teilen kurz zurücknehmen? Gern machen, ja. Dann müsste jetzt Tom reinkommen können. Also, sehe nichts. Sie sehen, dass Sie nichts sehen. Teilliste auf Teilen Liste öffnen. Mache ich jetzt nochmal. Alternativ kann ich für dich Sticky Notes schreiben, wenn du mir sagst, was deine Frage ist. Und naja, gut. Ich gehe mal raus. Das ist wenig lustig. Dann sind wir jetzt schon in der Phase, wo wir die Wissensinseln besiedeln und gegenseitig mal besuchen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe.
Wir sind teilweise mehrere braune Zettel auf einer Insel. Oh, das darf nicht sein. Auch wenn die ähnlich sind? Ach so. Ähnlich würde ich zulassen wollen. Wie sehen es die anderen? Ja, sollte eigentlich zugelassen werden. Ja. Jetzt habe ich auch einen Verbindungsfehler. Ja, jetzt wird es schwierig. Könnt ihr vielleicht nochmal das Ziel dieser Übung formulieren? Mir ist nicht ganz klar, wo es hingehen soll, die Reise. Ja, Peter, du, ich? Ja, das mach du mal. Ja, das Ziel ist mal so die virtuelle Zusammenarbeit zu erproben und zu gucken, wo sind denn da eigentlich so die Hürden? Und wir haben uns überlegt, dass genau mit so einem praktischen Beispiel mal auszuprobieren und nebenbei eben das Wissen, was wir alle ja schon haben, miteinander zu teilen und uns gegenseitig die Antworten zu geben auf die Fragen, die immer in der Mitte dieser grünen Inseln liegen. Also möglichst viel Wissen in kurzer Zeit sammeln ist das Ziel. Oder Und halt zu dem Thema, wie kann man Vertrauen schaffen, was sind da die Erfahrungen? Da sind in dem ersten Schritt Ihre Fragen und dann im zweiten Schritt zu den Wissensinseln sozusagen eine Frage und die Antworten aus sozusagen der aktuellen Zusammensetzung hier online. Also die Inseln liegen teilweise im Vordergrund, die müssen in den Hintergrund, sonst verschwinden die Zettel dahinter. Ja, vielleicht kann das jemand mal checken. Ja. Das war auch ein Problem, das ich hatte vorhin. Das funktioniert mit der rechten Maustaste. Und dann in den Hintergrund legen, wenn das Objekt ausgewählt ist. Kann das auch gerne übernehmen, wenn ich sehe, wo wahrscheinlich unten links. Als Gast kann ich das scheinbar nicht. Ausgegraut. Ich kann es nicht. Also, das ist angepinnt. Du musst den Pin lösen. Ach so, cool. Okay. Hallo Tom, welcome back. Du bist stumm geschaltet. Hallo Frank. Ich schaue mir das an. Für mich ist es auf dem Board sind sehr viele Pfeile und für mich ist es zu klein. Man muss es aufzoomen können, kann ich im Moment nicht. Und entweder das Mausrad oder über... Wahrscheinlich. Ansonsten hast du links unten noch einen Zoom-Regler und mit der Gesamtkartenübersicht dann.
sieht es aus? Haben Sie noch Energie oder ja, sollten wir zum nächsten Schritt gehen? Takeaway, Feedback. Bisschen die Übersicht verloren. Ja, Johannes, sollten wir vielleicht eine geile Tour versuchen? Mal so eine Wissensinsel, die sehr stark befüllt ist, uns mal gemeinsam anschauen? Das können wir gerne machen. Ich würde allerdings jetzt das ungern, wir sind ja noch im Prozess. Vielleicht machen wir das so zum Abschluss ab, also in 5 Minuten. Ja, die Sabine hat gerne zum nächsten Schritt gehen und eine Zustimmung bekommen im Chat. Ja. Wir schauen, wie die anderen, welche Meinung die anderen haben. Ich finde tatsächlich schön, wenn alle durch die Zielgerade kommen und vielleicht noch kurz Feedback hinterlassen können. Ich sehe auch schon ein paar Zettel. Okay. Ja, das wäre gut, wenn das ist richtig, dass ein bisschen Feedback uns geben können. Ich habe noch ein Herz reinkopiert als Icon und man könnte das Herz auf Sachen tun, die einem gefallen. Wenn ihr möchtet. Wunderbare Idee. Ich habe schon gesehen, aber mich gewundert, wie kommt es da rein? Mach mal so ein paar Herzen rein. Hi, hier ist Elena. Ich habe eine Frage. Ja. Welchen Sinn und Zweck haben die Joker-Karten? Das ist mir noch nicht so ganz klar, wenn da ein beliebiger Inhalt rein soll. Ich mute mich jetzt wieder und warte auf die Antwort. Ja, vielleicht kannst du da deinen Kontakt hinterlassen, wenn du möchtest, oder eine Information, von der du denkst, die ist jetzt noch total wichtig, aber die passt gar nicht auf eine Karte. Dafür waren die gedacht, so als offene Möglichkeit. Ich habe jetzt gerade so mal drüber nachgedacht, wie jetzt diese Arbeit auf mich gewirkt hat. Es hieß ja interessanterweise Wissensinseln. Und genauso komme ich mir vor, ich war in meiner Wissensinsel, in meinem Wissenssilo, habe an meinen paar Karten gebastelt, aber hatte jetzt gar keine Zeit dafür zu schauen, was in den anderen Silos, was drüben bei den anderen so abgeht. Und jetzt genau die Chance der Vernetzung, die wir jetzt hier in so einer Session hätten für den Austausch, jetzt damit, also ich konnte es jetzt nicht nutzen. Also Rainer, ich hab die Zettel zuerst gelesen, wenn ich zu einer Wissensinsel gekommen bin und habe dann teilweise auf diese Zettel sozusagen reagiert und habe also sozusagen das mit integriert. Aber du hast recht, wenn zu viele Wissensinseln sind, ist das zu unübersichtlich. Und auch ich habe auch gemerkt, also ich mache das ja so mit meinem Trackpad. Das ist also auch technisch herausfordernd. Also ich musste immer raus und reinzoomen, damit ich an die richtige Stelle komme. Aber ich kann halt das Tool noch nicht so gut bedienen. Das kann natürlich auch eine Frage der Bedienung sein. Ein 50-Zeller Monitor, da muss man das Zoom ein bisschen weg. Nicht. Ich auch nicht. Einen normalen Notebook-Monitor. Also, und da ist das dann ist schon schwierig. Herausfordernd. Das ist dann schwierig. Also. Ich habe das sind technische Geschichten, aber nicht inhaltlich. Also inhaltlich gefällt mir das gut. Also vielleicht können wir einfach mal, es gibt da ein Wissensinsel, da ist eine spannende Frage, können Späße Vertrauen fördern? Und zwar ist die sozusagen an der linken Seite unter dem Teil. Ich schalte mal die Moderation ein, dann müssen wir alle folgen. Bin so, ja? Okay. Oh, jetzt hatte ich gerade meinen Bildschirm geteilt. Ja. Ja, aber ich glaube, der Vorschlag ist gut, die Moderation jetzt nochmal vorzunehmen und darüber
genau, das ist ins Gespräch zu kommen, ja. Genau. Weil technisch ist es für mich sehr anspruchsvoll gewesen, weil ich habe halt nur ein Notebook-Bildschirm im Moment zur Verfügung. Da muss man erstmal gucken, ja, wie man vergrößert und wie man hin und her kommt und so weiter. Ja. Also das, ich schaffe eigentlich ganz gut weg, aber das war ein bisschen für 2 Minuten zu viel. Ja, wir hatten angenommen in der Vorbereitung, Johannes und ich, dass jetzt am zweiten Tag nach den vielen Sessions sozusagen dieser Eingewöhnungsprozess schon stattgefunden hat. Aber ich habe auch gesehen in den dann gestern, wo ich dabei war, oder heute Morgen, dass nicht überall dieses Concept Board genutzt wurde. Und aber wir konnten dann sozusagen unsere Vorbereitung nicht so ganz mehr umstellen in den letzten halben Stunde. Ja, können Späße Vertrauen fördern? Seht ihr das? Also, sag ich mal, aus der Erfahrung heraus, ein humorvoller Typus in der Kommunikationskette, sage ich mal, unterstützt stets, sage ich mal, den Aufbau von Vertrauen. Also das kann ich auch aus dem Berufsleben so schildern. Mhm. Das würde ich auch mit unterstreichen. Ja. Wir haben ja, gerne weiter. Andere Methoden, Vertrauen zu fördern, ist das, ich weiß nicht, ob das jeder versteht, wenn ich sage, ist das Spiegeln seines Gegenübers. Mhm. Also auf gut Deutsch heißt das, man versucht sich erstmal in sein Gegenüber hinein zu versetzen, indem man sogar seine Haltung, seine Gestik und so weiter kopiert, um dann, sage ich mal, auf die Einfühlfrequenz kommt und dann unter Nutzung der Einfühlfrequenz dann seine Argumentation startet. Mhm. Ich finde das sehr spannend, dieses Punkt Humor, was ja auch viel mit Gestik zu tun hat, wie jemand hier gerade an, ohne Video fehlt Gestik und Mimik, das fatal sein könnte. Was mir selbst noch passiert ist in Vorlesungen, ist der Ton, der die Musik macht, wo man dann für den einen wirkt es, der andere kann damit umgehen. Das ist auch etwas, was unterschiedlich in Bezug auf Generationen und da haben wir es auch in Organisationen mit zu tun, also passieren kann. Ja, und dann möchte ich noch anmerken, also diese kulturellen Unterschiede, also so wie du in einem internationalen Team bist, musst du auch berücksichtigen, dass Nationen anders ticken. Auch wenn wir glauben, dass Amerikaner und Europäer gleich ticken, ist das ein Irrtum. Ja. Das heißt, da muss man also auch sehr vorsichtig sein und ja, vielleicht zuerst, so wie das da bei einer Karte oben steht, zuerst mit Smalltalk sich so vorsichtig anzunähern und sozusagen den Raum abstecken, wo man arbeiten kann. Also das ist ganz, ganz wichtig, aus meiner Sicht. Mhm. Ich glaube sogar, die Österreicher und die Deutschen sind unterschiedlich. Ja, da bin ich auch ziemlich überzeugt. Allerdings bin ich mit einem Deutschen verheiratet. Das heißt, also da habe ich kein Problem. Und dann gibt es noch Bayern und Preußen. Genau. Und dann gibt es noch Kölner und Düsseldorfer. Ja, ja. Ich glaube, jetzt geht es langsam unter die Gürtellinie, liebe Leute. Ja. Aber das versteht nur ihr. Also ich würde sagen, das ist dann also so wie Kärntner und Steirer, das versteht ihr wieder dann nicht, weil das ihr wieder nicht. Und damit also, sind wir dann auf der kulturellen Ebene, genau. Vielleicht um das zusammenzufassen, jetzt bezüglich dieser Wissensinsel, können Späße Vertrauen fördern. Es scheint zu gefährlich zu sein. Aber der Punkt ist sozusagen Smalltalk und herauszufinden, wo der Humor sozusagen liegt bei dem Gegenüber, über den Smalltalk etc. Wenn man da etwas findet, was neutral ist und was nicht kulturelle Eigenheiten berührt und nicht unter die Gürtellinie geht. Das heißt, humoristischer Smalltalk könnte eventuell sein,
Die Briten machen ja immer über das Wetter und ich denke, das ist etwas, was durchaus neutral sein kann. Haben wir noch ein Feedback bzw. ein anderes Wissensinsel, wo viele Karten sind, die wir uns nochmal anschauen sollten? Nur ein Beispiel, wie schnell man gemeinsam Humor finden kann und neue Freunde findet in der Runde. Irgendeiner hat gestern irgendwo im Chat gepostet, ja, da und da geht's lang, nächste Tür, jeder nur ein Kreuz. Und ich schreibe unten drunter Jehova, Jehova. Und dann hat man danach im Chat gleich wieder ganz viel Spaß. Insider. Okay. Das Leben des Brian. Ja, vier ist noch eins. Wie können die Chefs mehr Vertrauen ihren Mitarbeitern entgegenbringen? Nicht nur kontrollieren. Aufgaben delegieren, transparentes Arbeiten durch eine wertschöpfende Atmosphäre, Lob, Anerkennung, neue angepasste Führungsstrukturen, Unternehmenskultur. Ich habe gute Erfahrungen gemacht mit informellen Gesprächen vor der Arbeitssession. Informelle übers Telefon oder wie? Wer hat da das geschrieben? Das geschrieben, informell also schon praktisch im Teams oder welches Meeting-Tool du halt auch hast, dass man zuerst einfach so ein bisschen Smalltalk macht, ja, wie geht's dir, was treibst du gerade oder was berührt dich gerade, also so was man halt so manchmal auch in anderen, also in Präsenzsituationen auch macht, also das kann man ja genauso gut also auch virtuell machen und das hat sehr positive Auswirkungen. Und dann erst starten, dann erst reingehen in die Arbeitssituation. Was ich sehr gut finde, sind Retrospektiven, dass man im Team im Nachhinein ganz kurz zusammenfasst, was ist gut gelaufen, was kann besser werden, weil dann merkt man, was den anderen gegebenenfalls über die Leber gelaufen ist und kann dann eine Aktion rausstarten. Und diese iterativ durchziehen, immer wieder, stärkt sehr das Gruppengefühl. Ich habe dazu sogar in meiner Projektarbeit ein sogenanntes Teambarometer verwendet. Das war einfach nur ein Excel-Sheet und habe also so die Teammitglieder gebeten, hin und wieder das auszufüllen. Und einmal im Monat haben wir dann uns gemeinsam die Kurve angeschaut und haben also dann geschaut, wo an welchen Parametern könnten wir drehen, damit es noch besser läuft. Das sind Fieberthermometer, das ein Maximum gab, wo die tot waren, oder? Nein, das waren Kriterien, wo es also zwei Gegensatzpaare gegeben hat. Und ich habe mich also zwischen diesen Gegensatzpaaren halt hineingelegt als Team. Willst du mir das mit mir teilen oder mit uns? Ja, natürlich könnt ihr das machen. Angelika Frank, für euch habe ich auch noch ein Beispiel, was sich wunderbar mit dem Concept Board umsetzen lässt. Das ist wie so eine Zielscheibe, die in vier Quadranten aufgeteilt ist. So mit Energie, ich habe viel Energie, wenig Energie, ich bin sehr motiviert, nicht motiviert. Wo man dann sozusagen sich selber positionieren kann und dann schon mal sieht, oh, in der Woche erwartet am besten nicht so viel von mir oder ich, jetzt mag ich antacken, habt ihr noch was, wo ich euch unterstützen kann, dass man auf diese Weise schon mal sich ein bisschen verorten kann, wie man gerade drauf ist. Sehr schön. Ich würde noch was anderes vorbereiten dafür. Das heißt, ein Smiley auf die linke Seite, ja, genau. Trauriges auf die rechte und ihr könnt mit euren Cursor dahin gehen, wo ihr euch fühlt. Aber ich muss gerade noch den Smiley machen und ich mache den ganz einfach. Ach, du malst den da jetzt mit Strichen. Ja. Punkt, Punkt, rechts. Nase, Strich, fertig ist das Mondgesicht. Ne? Ja. Okay. Jetzt kommt bitte aufs Board und positioniert euch. Wir wissen dann, wem es schlecht geht. Wo ist denn das Positive? Das sehe ich gar nicht. Der Rechte ist doch positiv, oder? Wo ist der Rechte? Ich gehe nochmal in die Moderation. Da. Jetzt sehe ich es, ja. Ach. Okay. Ach, da oben. Und das haben wir teilweise gemacht, um einfach so ein Barometer zu haben, wie bei Feedback oder dergleichen. Ja. Okay, gut. Damit ist die Zeit auch rum. Ja, vielen Dank für das Dabeisein, die Unterstützung. Dankeschön für den Applaus. Vielen Dank auch an Johannes für die Vorbereitung und die Unterstützung und insbesondere die Vorbereitung des Concept Boards. Kriegen wir
die Dokumentation noch? Das Google-Dokument? Das Concept Board hier? Oder nein. Was meinst du? Der die Johannes Folien? Hatte eine Folie, ja. Folien gezeigt. Die Folien so, können wir ja, die, bereitstellen. Die, kann ja, ich, ja. Die können wir gerne bereitstellen. Wir als PDF bereitstellen. Ja, okay. Ich würde dir auch gerade nochmal den Link in den Chat reinlegen, aber die verlinken wir. Gibt es noch der ein oder andere noch mit einem verbalen Kommentar, Meinungsäußerung, Feedback, Hinweis? Ich hätte noch eine Frage. Wie lange ist denn das Concept Board erreichbar? Also ich fand das Thema wirklich sehr spannend und ich finde, ihr habt es auch super aufbereitet. Genau, wie lange ist denn das verfügbar, das Concept Board? Also ich kann das sagen. Wir werden nach dem Barcamp da PDFs rausmachen. Mhm. Ich werde auf die Boards auch einen Schreibsturz setzen und auf jeden Fall 4 Wochen. Ist das okay? Ah, ja. Ja, okay, gut. Ah, ja. Vielen super. Dank. Dankeschön. Gibt es noch Fragen, Kommentare? Also ich fand das echt cool. Hallo, da spricht jemand, die können dich nicht hören. Weiter nicht ganz laut. Okay, danke, dass du es in den Chat schreiben möchtest, ja. Okay. Gut, dann möchten wir euch nicht zu viel von der Pause, von der Session nehmen. Mal aus Potsdam und aus Berlin, wo der Johannes wohnt, und macht's gut. Bis zur nächsten Session und dem Abschluss dann heute später am Nachmittag. Danke, tschüss. Vielen Dank auch von mir. Ciao. Tschüss. Vielen Dank.